Carbon da? Oh, das ist der einzige GT, den ich mir so gefallen lassen würde. GT, ja. Ich denke mal, eine Erläuterung. Den brauchen wir nicht. Du kennst es auch schon mittlerweile in- und auswendig. Ja. Und dann ist das. Also. Geil, oder? Mega. Und dann ist hier noch so slippy, weißt du? Dann braucht er einen Meter länger. Johannes ist aber. Nee, Moment. Johannes fährt mit mir nämlich nach Singapur. Das ist der einzige GT, den ich mir so gefallen lassen würde. GT, ja. Ja, also, das ist ja so eine Sache. Also ich glaube, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob der so viel an Feier. Ich weiß nicht, ob der so wert stabil bleibt. Ich weiß es nicht. Aber ich habe da so ein bisschen dick. Über die ich mir so viel Kohle brauche, auf einmal geht das Ding nach unten. So, also. Die Frage ist ja jetzt, was macht der schon wieder bei Mercedes? Weil, also mein Lieblingsverkäufer, der Alex, der mir immer versucht, ein AMG auf ein Auge zu drücken, der hat gesagt, guck mal auf, du machst so einen C63 so liebend gern, nimm doch mal wieder ein. Und da ich das Auto so gern liebe, und da ich das Auto so gern habe und ich es eigentlich auch gar nicht so schnell abgeben wollte, habe ich gesagt, ja, ich muss oder so zu KW, nehme ich. Und deswegen bin ich hier. Das alles. Eigentlich würde er mir wahrscheinlich ein GTR aufs Auge drücken. Keine Kohle. Obwohl, wenn der Porsche weggeht. Was willst du noch einmal machen? Nachfolger? Für ein Turbo S ist das nicht so schlecht, ne? Finde ich nicht so schön. Aber Felgen kannst du schon mal achten. Und das finde ich so ein bisschen. Das sieht nicht so schön aus. Das ist ein Schmiederad. Alles schön, alles gut. Aber ich finde das Polierte hier, das Frontpolierte, also das denn Felgenhorn, finde ich nicht so schön. Ich fände es aggressiver, wenn es komplett schwarz wäre. Meine Meinung. Und dann hat er hier Keyless Go, deswegen hat er den Chromgriff. Das finde ich auch nicht so cool bei so einem Auto. Was wir bei KW machen, wenn ihr das jetzt dann seht, was wir da machen, dann fällt auch der Groschen. Dann denken sie, ach so, jetzt verstehe ich. Dann kommt ein bisschen Spannung, müssen wir aufbauen. Und wenn die Spannung jetzt nur innerhalb dieses Vlogs 2 Minuten sind. Reicht doch. 2 Minuten. Aber so, guck mal, Carbon da. Guck mal hier, die Finnen. Ich finde den Diffuser ganz geil. Das ist hier Herr Eickhoff. Ganz schlimmer Finger. Mhm. Drückt einem mal irgendwelche Autos aufs Auge. Was ist es? Der frei oder was? Das Auto ist schon leider veräußert. Muss aber noch in der Ausstellung stehen. Wird natürlich jetzt passen, weil ich jetzt mein Toro verkaufe, wa? Wir können gerne einen nachbestellen. Wie lange dauert das? 2018? Ein Jährchen ungefähr. Ah, G-Klasse ist viel wichtiger. Wahrscheinlich ist das so, wenn ich jetzt gleich wieder mit fahre, weißt du, mit dem C, dann denke ich mir, ach komm ey. Das ist ein cooles Daily-Driver-Ding. Das ist so. Ich meine, das Auto kennst du ja schon. Das kenn ich schon. Ist ein S? Ja. Das ist wieder ein richtig S. Toll. Nenner, was macht dann richtig, ne? Weißt du, jetzt denkt alle, der wäre voll steif. Der ist gar nicht so steif. Nee, ich bin nicht steif. Also. Ich bräuchte einmal deinen Führerschein und dein Personalausweis. Soll ich mitkommen? Soll ich das unterschreiben? Ja, das ist ja. Es regnet! Wer ist es? Der Weiße. Oh. Ich denke mal, eine Erläuterung. Den brauchen wir nicht. Du kennst es auch schon mittlerweile in- und auswendig. Ja. Danke. Wer ist lang? Herr Eickhoff. Danke. Hier, da ist schon mal auf. Und da ist. Ich fahre den da hin und dann können wir es halt über. Ja, so machen wir das. Okay, alles klar. Ah, ne, er kommt hier hin. Ah, guck mal. So, warte. Auf hier los. Oh shit. Ah, willkommen back hier. Ja. Ich hab voll so Wasser auf der Linse. Gott, finde ich das Auto geil. Ich mag ihn. Lange ist her. Okay, die roten Gurte müssen jetzt nicht sein. Alte Erinnerung. Alter, Melli, ist das geil. Ich bin halt mit dem Thema G-Klasse noch lange nicht fertig und ich wollte ja eigentlich mir noch einen C63 kaufen, nachdem ich meinen verkauft habe. Weil, ja wie gesagt, Kunde drohte mit Geld. Was soll ich denn machen? Ne? Also ich meine, man kann ja halt nicht alles behalten. Ist halt einfach so. Zieleingabe. Bitte sprechen Sie den Namen des Ortes, der Straße und die Hausnummer. Fichtenberg-Aspachweg. Fichtenberg-Aspachweg. Übernommen. Möchten Sie eine Hausnummer eingeben? Nein. Möchten Sie die Zielführung starten? Ja, das haben sie echt drauf bei Mercedes. Ja, auf jeden Fall war ich stehen geblieben. Dann hatte ich eigentlich mir überlegt,
noch einen C360 zu kaufen, weil ich eigentlich, ich hatte ihn ja nicht lange, ich hatte ihn 8 Monate oder sowas. Und dann, ja, dann wollte ich ein Kombi vielleicht nehmen oder eine Limo oder ein Coupé und da habe ich mir gedacht, das ist auch doof. Ist vielleicht auch langweilig für euch, weißt du, dann 2 Autos hintereinander. Da habe ich gedacht, dann warten wir mal auf eine G-Klasse Final Edition. Dann nehme ich das Ding. Es muss ja irgendwann eine Final Edition kommen, weil es kommt ja bald der neue. Also, wenn es eine Final Edition gibt, dann bin ich dabei, weil so eine G-Klasse, die würde ich dann auch behalten. Wer unseren Kanal hier öfter verfolgt, der weiß, G-Klasse 1979 auf den Markt gekommen, wie der Sydney. Schön, ne? Auch das Holz. Ich hatte ja Carbon. Ja, was soll ich sagen? Wir sind jetzt echt lange gefahren schon wieder und ich fühle mich wieder wie zu Hause. Erstmal hier mein grünen Daumen, hast du gesehen? Vielleicht kommt mein grüner Daumen da. Ich bin voll im Balance, siehst du? Die Anzeige ist neu, die habe ich nicht gehabt. Wir suchen jetzt Subway, ich habe Hunger. Wir sind total verfressen. Also das merkt ihr vielleicht, weil wir sind andauernd irgendwo was futtern. Was esst ihr am liebsten bei Subway? Könnt ihr uns irgendwelche Geheimtipps geben? Weil langsam geht das aus. Also habt ihr das Sub des Tages? Ich meine, ich finde auch die Veggie. Hast du schon mal das Veggie gegessen? Tatsächlich auch nicht schlecht. Was denn? Ich muss in Shape kommen. Wir haben jetzt kein Subway gefunden. Also jetzt machen wir einen Coffee Fellas. Das ist ein Bagel. Avocado, Dinkel Bagel. Das Witzige ist, ich habe meinen Porsche mit und der steht draußen vor der Werkstatt. Mein erster Motorrad war eine Kawasaki und danach bin ich von Kawasaki zu Ducati gegangen. Das war so mein größter. Ich war letztens nämlich in Köln. Ich glaube, im Jahre 2000 habe ich meine 748 gekauft. Ich habe mir den Arsch abgespart und die habe ich in Köln gekauft. Und die habe ich von einem Sohn gekauft. Also ich weiß, weil ich war dann nämlich bei dem Vater und der Vater war Ferrari-Fahrer. Und dann habe ich gedacht, ey, wenn ich vom Italiener den kaufe, dann ist das perfekt. Und dann bin ich in ein Restaurant gegangen, weil der Vater da gearbeitet hat. Und dann haben wir dann noch gegessen und so. Also war echt ganz witzig, die Übergabe. Jetzt pass auf. Dann bin ich die Probe gefahren und so weiter. Und dann war ich in einem Restaurant. So, keine Ahnung, irgendwo in Köln. Habe ich die gekauft. Jedenfalls, jetzt war ich neulich, war ich in Köln, und also ein Geschäftsessen. Und dann war ich in einem, also fahre ich auf so ein, also wir haben ein Lokal gesucht. In ganz Köln haben wir, also wir haben einen Termin gehabt und danach haben wir Hunger. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir noch essen. Dann fahren wir so rum und gucken bei Around Me und so, ah, cool, dann gehen wir hin. Ja. Genau, ganz random. Einfahrt, dann fahre ich so rein und der Typ, ein so ein Typ sagt, ah, schönes Auto, komm rein, komm rein, komm rein. Ne? Hat mich aber erkannt als Sydney. Also, ne, ist ja nicht so vieles. So, und dann gelabert, reingegangen und dann kam's. Dann kam Erinnerung und ich habe gesagt, ich kenne die Vitrine mit den Ferraris drin. Ich kenne den Eingang. Und dann war das Restaurant, wo ich 2000 meine Ducati gekauft habe. Und habe ich gesagt, ey, kennst du mich noch? Also ja, du bist Sydney. Nein. Ich habe von deinem Sohn deine Ducke gekauft, die Ducke gekauft. Dich gecheckt. Dann kam der Bruder von ihm, guckt mich an und sagt, hi Sydney, was geht? Hi, kennst du mich noch? Ja, aus dem Fernsehen. Nein, kennst du mich noch? Nee. So, Alter, ich habe von deinem Bruder die Ducke gekauft. Dann überlegt er und sagt, yo, aber wie krass. Ja. Nach 17 Jahren gehst du einfach random irgendwo in ein Restaurant rein und dann ist das, also, geil, oder? Mega. Wenn ihr euch fragt, warum ich so usselig aussehe, ne, hat seinen Grund. Ich lasse nämlich jetzt meinen Bart wachsen. Aber die Konturen werden weiter geschnitten, aber ich muss ein bisschen höher den Bart machen. Ein bisschen höher wachsen lassen. Übermorgen gehe ich zum Barbier wieder und dann werden nur ein bisschen die Konturen geschnitten. Aber ich möchte ihn gesamt etwas länger haben. Will ich jetzt einfach machen. Ich habe ihn ja schon echt länger gehabt. Ich habe Bart-Shampoo, ich habe Bartöl, ich habe Bartcreme. Alles. Alles für den Bart. Winter liebt es hier gerade mit dem Subjekt. Hier traue ich ja den Leuten, die einfach so entgegenschlittern, weißt du? Ich bin immer so, eieieiei. Kommt einer, der runtergepeitscht, weißt du, wie so ein Irrer. Und jetzt guck mal, der peitscht runter, hat noch natürlich Rückenwind. Und dann ist hier noch so slippy, weißt du. Da braucht er einen Meter länger. Guck mal, die Kurven, Alter. Endgeil. Wie macht das immer so geil, wenn er immer guckt.
nur ganz konzentriert oder durch den Sucher immer. Servus! Oh. Ach du meine Güte, was macht der alte Mann denn hier? Oh Gott, nee. Alles gut? Herr Hoffmann. Schön, dass Sie nochmal ankommen sind. Hi. Hi. Ingo! Hi. Hi. Was geht? Gut, bei dir? Alles gut? Ja, klar. Und? Alles gut. Ja, dieses. Ja, es ist just in time. Ich habe das so angepasst, dass wir halt das genau das abdrehen, dann vorbereiten für morgen. Jetzt habe ich von meinem Kollegen Alex habe ich jetzt einen C63S bekommen. Und er sagte so, ich sollte mich mal wieder mit einem C63S beschäftigen, weil er hat mitbekommen, dass ich eine Alpha möchte. Ja, müsst jetzt aber was arbeiten. Ja, komm. Also, auf. Also. Das ganze Setup hier, ja, das wird euch bekannt vorkommen, wenn ihr auf die KW-Seite geht und ihr wollt zum Beispiel wissen, die Druckstufeneinstellung. Das Gewinde, was überhaupt für ein Gewinde ist, ist nämlich Trapezgewinde davon ab. Aber egal, das sind so verschiedene kleine Icons, die gibt es jetzt neu bei KW und die drehen wir jetzt gerade. Seid ihr jetzt live dabei? Also seid ihr nicht, weil wir müssen das jetzt drehen. Das heißt, wir können das ja nicht jetzt veröffentlichen. Würden wir Rechte verletzen von KW. Johannes, geiles Shirt. Das ist ein Kooperationsshirt, ne? Ja, super. Johannes lässt seinen Bart wachsen. Ja, nur noch heute und morgen. Warum? Johannes ist aber nee, Moment. Johannes fährt mit mir nämlich nach Singapur. Und deshalb habe ich eigentlich gedacht, jetzt wird er so solidarisch einen Bart stehen lassen. Mach doch mal. Ja, es ist im September, das ist ratzfatz. Okay, gut, denn bis dahin habe ich ja dann... So, okay. Was drehen wir morgen denn noch? Ich habe wir drehen heute noch den Button. Ja. Und morgen drehen wir dann noch... Ein Aktionsvideo. Ach ja, das haben wir vergessen, stimmt. Ja. Und was machen wir noch? Wenn das Wetter gut ist. Und dann schauen wir nur nach dem Auto. Und dann diese ganzen schönen Autovideos quasi, wie man einen tiefer hier legten R8 Spider sieht und so was, das haben wir alles hier gedreht. Schöne Videos, ja. Kann man auf jeden Fall anschauen. Ach, das glaubt dir kein Mensch. Komm, Gott. Komm jetzt. Lass mich jetzt hier arbeiten, weißt du? Mann, ey.